Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Strahlender Diamant. Wir machen heute weiter mit unserem Let's Play und auf geht's. Heute in Richtung Sonneweg. Nachdem wir in der letzten Folge ja die drei Pokémon von den Seen jetzt gefangen haben und Team Galactic damit nichts mehr anfangen kann, also die sind sowieso durch, aber können wir heute ohne Probleme in Richtung Sonneweg. So, bin mal gespannt, was uns da erwartet. Klar, eine Arena. Und dann schauen wir einfach mal. So. Ja, ich hatte eigentlich in der letzten Aufnahme schon ein bisschen angefangen, aber irgendwie wollte das dann mit der Aufnahme nicht so, wie ich das gerne hätte. Deswegen habe ich mir Folgendes gemacht. Ich habe mir auf das linke Steuerkreuz-Symbol den Kampfhahn da gelegt, um die zwei Trainer, die wir da oben noch hatten, die ich schon besiegt hatte, mitzunehmen. Hier das Item haben wir bei uns mitgenommen. Das war dann ein was war denn das? Blöde Idee. Was war denn das jetzt wirklich? I don't know. Ich habe es jetzt vergessen, echt, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, es war nichts wirklich Interessantes. Ja, welche Trainer meinte ich? Ich meinte unter anderem diesen hier und die Dame hier. Er hier hatte ein Luxio. Nichts Besonderes. Wir haben eins quasi im vorläufigen Team gehabt. Und die Dame hier oben hatte ein Schlaphohr. Ist aber auch nicht weiter tragisch. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal gesehen. Dementsprechend keine neuen weiteren Einträge. Wir gucken gerade noch mal kurz in unser Pokédex. Wir haben momentan immer noch 122 Pokémon. Uns fehlen noch also 38. Fangen wir an. Hallo Reisender, wie wär's mit einem Kampf? Jo, gerne, nehme ich mit. So, erstmal vorne mal richtig hinsitzen, damit ich hier weitermachen kann. Heute erstmal mein Handy auf lautlos, nicht wie in der gestrigen Aufnahmesession, dass ich da heute auf Bereitschaft war. Nein, heute nicht. Heute geht's also für euch weiter. Mit euch weiter, ohne zwischendurch gestört zu werden. So, also wir haben als Gegner jetzt einen Carpador. Level 40. Ist jetzt nichts Besonderes, ist jetzt nichts Überstarkes. Rasieren wir so ohne Probleme weg mit unserem Rexblizzard Ascaradus. Was jetzt als nächstes kommt, ist tatsächlich schon ein bisschen eine Nummer härter. Dies wird uns tatsächlich ein bisschen mehr Probleme machen. Ich hoffe, dass das mit den Lautstärken jetzt alles wunderbar klappt. Wenn nicht, bitte in die Kommentare schreiben. Dann versuche ich nochmal zu reagieren. Aber kann es nicht versprechen. So. Ah, ich hätte jetzt auf Dings setzen sollen. Auf Lawine. Das mache ich nämlich jetzt auch. Wenn nämlich Gyarados jetzt als nächstes... Er setzt Drachentanz ein. Ei, Initiative und Angriff steigt. Na, fast. Aber wohl, das reicht. Das reicht sogar durch den Nagelsturm. Durch die Hagelkörner, ne? Okay, Gyarados auf jeden Fall schon mal baden. So. Gut, der kleine Angler ist besiegt. Auch wenn das heute vielleicht sogar eine etwas kürzere Folge wird. Schauen wir mal. Das Angeln wird langsam langweilig. Ich brauche einen Schnellkampf als Abwechslung. So, dann machen wir das doch. Ihr mit euren scheiß Carpadors, Alter. Na gut. Hier mit euren scheiß Carpadors, das geht nicht. Level 38 ist dieses Pokémon. Na gut, Darmfeste drauf. Kampfschärfe erreicht Level 53. Sehr gut, Remoraid. Remoraid haben wir, glaube ich, schon gesehen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich glaube, seine Weiterentwicklung, die sehen wir das in der Arena in der nächsten. Das, obwohl es eine Elektro-Arena ist und Remoraid eigentlich ein Wasser-Pokémon ist. So, ich glaube, müsste ich jetzt gleich im Pokédex gucken. Ich meine, Remoraid hätten wir schon mal irgendwo gesehen. So, gehen wir auf Lawine. Kaskade, sehr gut. Also, es macht Schaden, aber es kriegt jetzt von mir die volle Ladung mit der Lawine.
So, mach das ganze Ding jetzt noch einmal und dann ist das Thema gegessen schon. Er geht auf Lacke oder Leck. Bringt ihm wohl nichts. So. Finion. Haben wir, glaube ich, auch schon gesehen. Ich bin ja auch da nicht. Ich habe auch keine Mega-Sauger-Attacke, dass ich meine KP mal ein bisschen hochrollen könnte. Finion ist jetzt, glaube ich, nur so Fallobst. Das ist nicht das Problem. Okay, das war schon. Karpador, Garados, Ehrenwald und Finion. Also vier Pokémon. So, gucken wir mal, ob wir unseren Pokédex noch mal ein bisschen mehr vervollständigen konnten. Nö. Okay, 27 Pokémon haben wir momentan. Halt. Ich wollte eigentlich in den Beutel. Ich wollte mich mal kurz eben ein Rexblizzard ein bisschen heilen. Level 48. Ja, es ist ein bisschen zurückgefallen. Deswegen wird es jetzt auch ein bisschen vermehrt kämpfen. Entschuldigung. Ich bin zwar mitten im Angeln, aber gut, dann will ich dich mal eben versenken. So, ein Stückchen Wasser trinken. Geht weiter. Mit Pokémon. So, mal gucken, wie weit wir heute kommen. Gestern haben wir zumindest mit den Seen, bis zu den Seen geschafft. Haben viel geschafft haben wir gestern. Ja. Heute will ich zumindest Richtung Pokémon hier. Aber gucken wir mal. So, Finja. Die Weiterentwicklung will ich gerne. Die haben wir nämlich auch noch nicht gesehen. Und die kriegen wir bestimmt noch bald. Also wir kriegen den Pokédex voll. Die Frage ist, wie schnell? Wie viel fehlt uns noch? Barschwa. Barschwa haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Ich glaube, das ist das erste Mal tatsächlich. So, dann haben wir das auch. Der gute Albert ist besiegt. Barschwer hatten wir, glaube ich, noch nicht, ne? Ne. Ah, hat sich schon mal gelohnt. Wenn ich zu lange auf die Wasseroberfläche starre, vergesse ich, was ich eigentlich tun wollte. Janosch, ein weiterer Angler mit Garados am Anfang. Okay. Mal aus. Weiter mit der Lawine. Mal gucken, was er macht. Der macht Lake, damit ist das Thema. Damit kriegt er zumindest erstmal einen größten Teil ab. Ich brauche eh meistens zwei Attacken. Mach das nochmal. Nö, er setzt Whirlpool ein, aber ist der gleiche Effekt. Ich bleibe jetzt tatsächlich mit Rexblizzard draußen, das ist mir jetzt lieber. Ja, er muss halt leveln. Ich brauche ihn definitiv in der Pokémon-Liga. Oh, jetzt sitzt. Lass mich zurückschrecken. Ich setze Holzer mal auf den Kopf. Ich weiß, das ist eine Schadensattacke. Wenn ich eine etwas bessere Attacke finde, kriege ich die auch, wird die auch definitiv den Holzhammer ersetzen. Ich bin nämlich so kein Fan von diesen Schadensattacken, aber sie ist gar nicht so schlecht eigentlich. Also es ist eine gute Stärke, aber das Problem ist halt der Schaden, den wir selber abkriegen. Oh, Remo. Okay, der Hagel ist weg. Mhm. Gut, dann kriegen wir jetzt noch ein Gasioblatt hinterher.
Gut, dann haben wir den besiegt. Ich habe verloren. Wie konnte das nur geschehen? Ich bin gleich sofort wieder da. Ich muss mal kurz vorhin. So, geht weiter. Oh, da oben ist ein Item gewesen. Das habe ich jetzt übersehen. Fast. Das hole ich mir noch schnell. Nehmen wir das hier mit. Oh, das ist nur ein Glas Honig. Übrigens, das ist hier kein Trainer hier oben. Der da. Das ist nur einer, der uns schenkt uns die TM-Fisch. Die Attacke Schleuder. Braucht man nicht allerdings. Daher unwichtig. Hör mal. Sagst du mir, was für ein Pokémon du hast? So, gucken wir mal. Planterin Hele. Mit einem Remoraid. So, was haben wir denn hier? Ein Remoraid. Ist allerdings nur das eine. Okay. Und das Wichtige ist jetzt. Ist jetzt allerdings nichts Wichtiges. Ja, noch lauter Listen. So. Gut, ich halte es wieder heim. Ich brauche dringend meine Attacke, ey. Pikachu Fanclub? Gucken wir mal, ob wir da was kriegen. Ich kriege mal ein aber schönes. Ich versuche mit einem Team das fette Pikachu Team zu werden. Okay, der abonnierte ambitioniertes Ziel. So, dann gehen wir hier noch hoch. Hier ein Angler. Ich hatte da einen Traum, einen wunderschönen Traum. Ich habe geträumt, ein Trainer würde mir ein riesiges Remoraid angeln und vorbeibringen. Oh. So, dann nehmen wir die zwei hier mit. Das ist ein Doppelkampf. Sieh doch nur, sieh mein Pokémon an. Das ist so cool. Wir werden gemeinsam See stechen. Du und ich. Das ist das Leben der Matrosen. Das Leben der Matrosen. Los, sing mit. Ah, ich wollte gerade sagen, es ist doch geil. So ein Kampf. So, Matrose. Ne, warte mal, was haben wir hier? Planta Janno und Remoraid. Matrose Ingo mit einem Mantirps und einem Remoraid. Okay, was haben wir denn hier? Okay, passt so. So. Gut, dann kriegen wir auf jeden Fall erstmal einmal den. Ich mach sowieso einmal kurz einen Prozess mit den beiden. Spätestens wenn einer davon irgendwas hat überlebt, dann wäre das Rasierblatt noch drauf gegangen. So. Level 49 für Rex Blizzard. Blizzard. Gut, hier hätten wir sonst die Attacke. Deko 120. Man dachte, ja, das ist halt Lawine, würde ich halt behalten gerne. Wisst ihr, warte ich in den Holz? Naja, Mann, das ist riskant. Das ist riskant. Das ist eine 70er Wahrscheinlichkeit. Die Genauigkeit ist bei 170. Ne, komm. Jetzt warte ich in den Blizzard nicht mit. Zieh in den Moveset. So. Deine Pokémon machen einen guten Eindruck. Weil Lawine, wenn wir einen Schaden bekommen, stärker ist tatsächlich als Blizzard. So, durch den Step-Bonus nämlich. Blizzard wäre uns bei 165. So, und Lawine ist bei 180. So, was haben wir hier? Ein weiterer Matrosen. Man braucht auch sein Hirn und seine Muskeln. Ei, das Leben des Matrosen ist nicht leicht. So, was haben wir dann hier noch? Was hast du denn da? Ein Barschwarm. Barschwarm haben wir schon gesehen, das brauchen wir jetzt nicht noch. Wir müssen sowieso noch ein bisschen was tun, ne? Ich bin gerade ein, wir haben noch einige Trainer. Ich glaube, ich habe irgendwo noch eine Wasserroute vergessen. Und ich glaube, die Route um das komische Anwesen da, dieses Hucher-Anwesen, das haben wir oberhalb der Route 212, glaube ich, war das. Das haben wir nämlich doch vergessen. Da sind, glaube ich, auch noch einige Pokémon, die wir nicht
gesehen haben. So, dann gehen wir kurz mal eben den Wechsel von Rex Blizzard auf Militaris. So. Na gut, dann gucken wir mal. Ich setze mich mal kurz in das Mikro ein bisschen näher an mich ran. Jetzt will ich mein... Jetzt. Okay, geht halt nicht anders. So, Psychokinese.